Hallo und herzlich willkommen, liebes Nuviso-Publikum. Tut mir leid, dass ich heute nicht so quietschig fröhlich bin wie sonst und vielleicht auch ein bisschen blasser um die Nase. Aber ich schaue mir hier gerade Bilder an, die einem wirklich die Blässe und den Schrecken ins Gesicht treiben. Ich habe hier Bilder live aus Paris zugespielt bekommen von meinem heutigen Studiogast, von Andy Eckert, der als Demosanitäter seit dem 17. November vor Ort in Paris ist. Und was er uns zu erzählen hat und was er uns für Bilder mitbringt, ist nichts für schwache Nerven. Hallo und herzlich willkommen und hallo lieber Andi, schön, dass du da bist. Vielen Dank, hallo. Danke für die Bilder. Sehr, sehr gerne. Wir können die Bilder leider nicht in groß einspielen, denn sonst würde YouTube dieses Video hier sperren. Aber auf den Seiten von Demosanitätern könnt ihr euch selbst ein Bild machen. Also, lieber Andi, schön, dass du bei uns bist und dass du gesund bei uns bist, denn in der Vergangenheit hattest du schon einige Beschüsse hinter dir in der Hölle von Paris Ja. und trotzdem bist du hier bei uns in einem Stück und kannst uns aus erster Hand erzählen. Andi, du bist ja seit 25 Jahren Rettungsassistent und da auch in ganz Europa unterwegs, weil du spezialisiert bist auf Tunnelrettung und Demorettung und sogar Politikerschutz, ja, hast du Jawohl, mir ja. erzählt. Und ich wollte jetzt gerne von dir wissen, wann hast du angefangen oder warum hast du angefangen, das auch ehrenamtlich zu tun, also dich persönlich in Gefahr zu bringen, unentgeltlich? Was ist da der Hintergrund gewesen? Ich denke, der Hintergrund war einfach, wo unsere Bundeskanzlerin 2015 die Grenzen komplett geöffnet hatte, wo der ganze Zustrom gekommen ist. Und Menschen auf die Straße gegangen sind, die Angst haben, auch wo in unserer näheren Umgebung, auch da von meinem Wohnort, auch in der Nähe von Lörrach, auch Richtung Freiburg, Frauen vergewaltigt worden sind und auch Frauen getötet worden sind, angegriffen sind. Und ich dann auch den Eindruck gehabt habe, die Angst greift immer mehr um sich. Ich habe selber auch persönliche Angriffe auch erleben müssen. Die Angriffe gegen Rettungsdienste, gegen Feuerwehrleute oder Polizisten hat sich immer mehr erhöht. Und dadurch sind auch immer mehr Menschen auf die Straße gegangen, die gesagt haben, das wollen sie nicht. Und dafür sind sie von anderen Menschen als Nazis verunglimpft worden. Also sie sind beschimpft worden, weil sie ihre Angst auf die Straße tragen. Und das sind auch teilweise dann Flaschen geflogen. Und da gab es dann schon die ersten Verletzten. Und da habe ich mir gesagt, es kann nicht sein, dass man, wenn man für seine Meinung eintritt, für seine Angst eintritt und auf die Straße geht, weil man sonst kein Gehör findet, dafür verletzt wird. Und es dauert einfach dann ziemlich lange, bis der reguläre Rettungsdienst dann da ist. Da habe ich mir dann gesagt, okay, so geht das nicht. Ich gehe da raus und helfe den Menschen. Ich habe dann auch meinen roten Einsatzanzug angezogen und damit einfach auch ein deutliches Signal zu setzen. Ich zeige auch damit die rote Karte, gehe auch einerseits gegen die Angriffe gegen die Rettungsdienstkräfte, aber auch andererseits auch die Angriffe gegen Menschen, gegen Ältere, gegen Frauen, gegen Kinder, gegen Behinderte, die ihre Ängste nach den ganzen Morden und den Angriffen, die in den Medien immer als Einzelfälle bezeichnet werden und auch von der Bundesregierung so hingestellt werden, dafür verletzt werden. Und das kann es nicht sein. Dann habe ich gesagt, so, jetzt langs. Und dann hat es dann immer weiter dann auch so angefangen. Genau, und dann bist du zu immer mehr Demos gekommen und dann hat sich Richtig. das irgendwann auch mal auf Sachen wie den G20-Gipfel ausgeweitet, ja. Richtig, ja. Bei G20-Gipfel war es dann die Ursache, was mich dann halt auch noch mehr sehr aufgeregt hat, dass einfach durch irgendwelche Chaoten sind Menschen, die protestieren gegangen sind, mit einem Öl-Benzin-Gemisch zum Beispiel, attackiert worden. Es hat sich auf die Haut festgesetzt und dann hat man versucht, diese Menschen anzuzünden. Um Gottes Willen, wer hat denn das gemacht? Ja, das waren schwarz gekleidete, ob sie jetzt zum schwarzen Block dazugehören oder zu irgendwelchen anderen Gruppen, das weiß ich nicht, das kann ich nicht sagen, das kann ich nur mutmaßen, das weiß ich selber nicht. Aber auch da wurden sehr viele Menschen bespritzt und auch um das Zeug auch von der Haut wieder herunterzubekommen, hat es natürlich dann auch Wunden verursacht. Oder wie mit massivster Gewalt auch gegen Einsatzkräfte Steine geflogen sind und Flaschen und auch Unbeteiligte getroffen hat. Das war auch eine sehr schlimme Situation gewesen. Aber Paris war gegen den G20-Gipfel in Hamburg war, da war der G20 ein Kindergarten dagegen.
Genau, die Hölle von Paris und alles andere dagegen ist Kindergarten. Das ist, also wenn du mir sagst, auf dem G20-Gipfel wurde versucht, mit Benzin gemischten Menschen anzuzünden, dann ist das für mich eigentlich schon, also der Vorhof zur Hölle. Aber was muss dann in Paris los sein? Also du bist ja jetzt dieses Wochenende zum 15. Mal ununterbrochen in Folge, jeden Samstag seit dem 17. November in Paris gewesen bei der Gelbwestenbewegung. War das für dich sofort klar, als sich die Gelbwesten etabliert haben, dass du da dabei sein möchtest? Wie kam es, dass du dann dort gewesen bist seit dem 17. November? Freunde haben mich angerufen, die mich kannten aus Paris, die auch wussten, dass ich mich auch auf Demosanität oder auf die Demonstrationenversorgung spezialisiert habe. Die wussten das und haben gesagt, Andi, kannst du bitte runterkommen und uns helfen, weil was hier abgeht, vermuten wir, dass da die Situation schlimm wird. Und da kam es auch für mich nicht lange zum Überlegen. Ich habe davor schon die Bilder gesehen durch andere Vorstufen schon und da war mir klar, was hier kommt, die brauchen Hilfe, die Menschen einfach. Die brauchen Leute, die in der heißen Zone den Verletzten helfen. Weil klar, auch der Rettungsdienst von Paris ist genauso auch mit vor Ort, aber sie warten alle draußen. Ja, die gehen nicht in die heiße Zone hinein, weil aus der heißen Zone werden dann die Verletzten durch uns herausgebracht und dann der Feuerwehr oder dem Rettungsdienst dann auch übergeben. Und ich habe dann mit dem Freund gesprochen, er hat mir dann so ein paar Situationen gesagt, warum auch die Gelbwesten draußen sind und alles. Und da war für mich, stellte sich nicht die Frage ja oder nein, sondern ich habe dann meine Sachen dann gepackt, am Freitagabend noch, und bin ich 8 Stunden nach Paris gefahren und dann ging das beim ersten Mal da los. Und so bin ich dann jedes Wochenende dann hingefahren, habe ich so zwischen 15 und 20 Stunden Dienst geschoben, je nachdem, wie lange das gedauert hat. Und bin dann am Abend dann auch wieder zurückgefahren, 10 Stunden. Aber auch ehrenamtlich. Also das hast du einfach alles aus reiner Überzeugung und aus Nächstenliebe zu dieser Protestbewegung. Was heißt Nächstenliebe? Oder zu den Menschen, die sich dort in Gefahr begeben. Die Menschen gehen auch dort auf die Straße, weil sie gegen ein Establishment protestieren, gegen eine Elite, die über sie bestimmt, die Entscheidungen trifft, wo einfach die Menschen auch nicht wollen. Und die Franzosen sagen, die Kluft wird immer größer zwischen Arm und Reich. Und sie haben teilweise auch selber am Monatsende nichts mehr zum Essen drauf, weil sie einfach Schulden machen müssen, weil sie nicht mehr genug verdienen. Und dann kommt der Macron, erhöht die Steuern, nimmt da Geld weg. Und die Ärmsten müssen es immer mehr bezahlen. Und darauf haben die gesagt, es langt jetzt, wir wollen das nicht mehr. Und das sind auch genau die gleichen Ereignisse, auch wie sie in Deutschland sind. Und Deutschland braucht halt noch eine Weile, bis sie aufwachen, bis sie auch mal dann richtig auf die Straße gehen. Aber die Franzosen haben es dann gleich gemacht. Und da war klar, da ist eine Kollision vorhersehbar, wo einfach auch es zu Verletzten kommt. Und da war klar, hier geht es nicht um Nächstenliebe, sondern hier geht es einfach um die Grundsätze eigentlich der Menschlichkeit. Und das ist das, was ich vertrete von meiner tiefsten Überzeugung, das ist die Menschlichkeit. Das heißt auch, wenn die Menschen von einem angeblichen demokratischen Staat zusammengeschossen werden, schwerst verletzt werden, dann braucht es auch Leute, die auch Menschlichkeit haben. Ja, nicht nur die Gewalt, die pure Polizeigewalt, die da passiert, sondern es braucht auch jemand, der da ist und helfen tut. Nicht aus, dass er wieder was bekommt oder dass er da war, aus irgendwie Sensationslust oder so. Nein, hier geht es um Verletzungen, die, wenn sie nicht behandelt sind, innerhalb kürzester Zeit zum Tode führen. Sind das so heftige Verletzungen? Ja, also ich meine, ich habe jetzt gerade Bilder gesehen, da habe ich gesehen durchschossene Wangen und unglaublich große Hämatome. Ich habe auch abgesprengte Hände und Füße gesehen. Also wie gesagt, darum können wir die Bilder euch leider nicht zeigen. Was heißt leider? Ich glaube, die meisten würden das gar nicht vertragen, das zu sehen. Aber es ist tatsächlich so, dass es so lebensgefährlich auch ist. Ich meine, das sieht furchtbar brutal aus und sieht nach furchtbaren Schmerzen aus. Aber ist lebensgefährlich? Also diese Verletzungen, von denen wir sprechen, da sprechen wir mittlerweile von, wir haben kein anderes Wort mehr dafür, außer Kriegsverletzung. Ja. Ja, es ist ein Bürgerkrieg, der da unten stattfindet in ganz Frankreich. Es ist eine Revolution. Es ist nicht mehr irgendwie ein Protest. Ja. Es ist ein Krieg, der da unten stattfindet. Da wird mit Waffen geschossen, wo man eigentlich denkt, dass die eigentlich geächtet gehören. Das sind die sogenannten Flashbolts, das sind die, wenn die auf den Körper aufschlagen, ab einer bestimmten Distanz, auch unter 10 Meter oder ab 20 Meter jeweils, dann diese starke Hämatome verursachen. Ab 25 Meter tödlich, habe ich gelesen. Ja, genau. Und es sollen angebliche nicht tödliche Waffen gegen Demonstranten eingesetzt werden.
Dann, wenn die dann im Gesichtsfeld aufschlagen, gibt es massivste Zerreißwunden, also aufgesprengte Wunden. Flashballs fliegen teilweise durch die geschlossene Zähne in den Rachenraum hinein oder sprengen auch, brechen einem die Knochen im Gesichtsfeld. Ein Berufsfeuerwehrmann von mir, der mir geholfen hat, den hat ein Flashball hier am Oberarm getroffen. Das hat ihm das gesamte Gelenk zersprengt, gebrochen. Diese Verletzungen sind furchtbar. Sind das Einzelfälle, also so bedauerliche, tragische Einzelfälle, Unfälle, die da mal ab und zu passieren? Oder ist das mittlerweile? Das ist gang und gäbe mittlerweile. Es zeigen auch immer mehr Videos und auch Übertragungen, dass diese Spezialeinheiten mit Absicht auf die Köpfe zielen, obwohl das eigentlich auch per Gesetz verboten ist. Genauso wie die Sprenggranaten, die sie reinbringen, die Schockgranaten und die Blendgranaten. Hm. Sie haben diese Blendgranaten sollen einerseits kurz das Licht im Auge nehmen, damit man orientierungslos wird. Und durch den Knall soll der Gehörgang etwas durcheinander gebraucht werden, dass man einfach auch ins Straucheln gerät. Und dann halt auch noch die Sprenggranaten, die auch Gummigeschosse verschießen. Aber die Problematik ist halt, dass laut Gesetz diese nur im äußersten Notfall eingesetzt werden dürfen und aber nicht um irgendwie die Leute zu kontrollieren, in eine Richtung zu bringen. Dann fällt es auch sehr auf, dass dann mit diesen Granaten wird versucht, die Leute in eine Richtung zu bringen und dann werden sie dort mit Gas eingedeckt. Ja? Das heißt, da wird man schätzt, dass pro Samstag bis zu 10.000 Gaskartuschen abgeschossen werden. Und damit versucht man dann auch die Menschen zu lenken, zu zerstreuen. Also man geht mit massivster Gewalt einfach rein. Da sprechen wir von der CRS. Und dann noch die Spezialeinheit. Die Bereitschaftspolizei, ja. Ja, das ist so eine Demonstrationspolizei, ja, die aussieht wie die Stormtrooper. Und dann gibt es noch die andere Spezialeinheit, die dran stehen haben, nur Police, aber mit Jeans oder mit Jogginghose rumrennen, aber eine Stahlrute hinter dran haben, komplett vermummt sind. Und diese dann auch in die Menschenmenge hineingehen und auch diese Granaten auch in Kopfhöhe schmeißen. Deswegen kommt es auch zu abgesprengte Hände, zu abgesprengte Füße, weil einerseits auch es gibt teilweise Situationen, da versuchen die Demonstranten das abzuwehren, in dem Moment explodiert das. Es gibt auch Situationen, da fällt es einem von einem, der wollte eine Frau damit beschützen, und weil die direkt zu der Frau geflogen ist und hat sie versucht mit dem Hand wegzumachen und ist auch in dem Moment dann explodiert und hat ihm auch die Hand abgerissen. Wir haben Patienten, die den Flashball auch in das Gesicht bekommen haben, wo das Auge rausgeschossen worden ist. Mehrfach. Jerome. Zum Beispiel auch den Jerome oder die Fiorina, die Auge, ja, die ist 22 Jahre alt. Das kleine Mädchen, ja, oder genau, das junge Mädchen. Das junge, ja. Die junge Dame. Und ich hatte sehr große Mühe bei dieser jungen Dame, die Blutungen zu stellen. Weil du hast sie selbst erst versorgt. Habe ich auch versorgt. Mhm. Und sie hatte eine massivste Blutung im Augenbereich gehabt. Die war sehr schwer zu kontrollieren. Aber ich habe die Blutung noch Gott sei Dank zum Stillstand bringen können, sodass wir sie haben dann der Feuerwehr übergeben können. Dann hat ein anderer zum Beispiel auch durch die Granate, die haben ja innen drin auch Metall. Mhm. Ja, und die Granate muss man sich einfach vorstellen, die haben einen Zünder wie bei einer richtigen Handgranate, den Sprengstoffzünder. Das sind teilweise bis zu 30 Gramm TNT da drin. Und die verteilen dann das Material. Und dieses Material dringt dann auch in die Oberschenkel ein oder in den Oberkörper. Mhm. Oder bei anderen sind sie auch in der Schädeldecke drin stecken geblieben. Ja, ich habe hier Stirneinschüsse gesehen von diesen Splittergranaten. Mhm. Und diese Verletzungen sind einfach nicht normale Traumata mehr. Das sind einfach wirklich, das sprechen wir jetzt mittlerweile auch von Kriegschirurgie da unten. Weil wir haben nicht viel Zeit, diese Verletzte zu versorgen. Die müssen schnell aus dieser Zone wieder herausgebracht werden. Ja. Und Andi, sag mal, also diese krasse Gewalt, die du gerade geschildert hast, die geht dort von den Polizeikräften aus. Ja. Und wenn ich mir jetzt vorstelle, ich bin jetzt so ein Polizist, ich bekomme von oben die Order, unangemeldete Demo am Samstag in Paris, die macht ihr bitte platt, löst ihr auf, Festnahmen und so weiter. Und die haben vielleicht auch Angst, weil sie nicht wissen, ist da jetzt ein schwarzer Block und die dann uns mit Pflastersteinen beschmeißen und so. Also kannst du dir vorstellen, dass in einem gewissen Level die Gewalt, die von den Polizisten ausgeht, auch legitim ist? Oder sagst du, hier ist jegliche Legitimation und Relativität verloren gegangen?
Sagen wir mal so, 99% der Gelbwesten sind friedlich. Sie machen eine Straßenparty, sie singen, sie Aber tanzen, wir sie sehen ja andere grillen Bilder in der alles. Presse. Aber die Presse zeigt andere Bilder. Genau. Ja? Und diese Bilder sind teilweise von Menschen, von Chaoten, ich nenne sie einfach Chaoten, Ja. die die Gelbweste anziehen, um danach dann auch mit Steinen oder auch mit Flaschen gegen die Polizei zu schmeißen. Aber wir müssen definitiv auch sagen, dass die Polizei vom ersten Tag an gegen die Demonstration losgegangen ist. Sie haben eingeschlagen, sie haben reingeschossen. Ja. Das war natürlich auch ein, sag ich mal, auch ein willkommener Anlass für diese Chaoten, auch dagegen was zu tun. Ja. Um dann auch mit Steinen und mit Stahlteile, wo ich auch sage, das entspricht keiner Legitimation mehr, weil einfach mit diesen Geschossen bewusst Menschen getötet werden sollen. Ja, ganz bewusst. Die Polizei geht natürlich auch dagegen in aller Härte vor, aber wen trifft es denn? Es trifft die Menschen, die eigentlich friedlich Die dazwischen stehen. demonstrieren. Und da macht die Polizei keinen Unterschied. Die gehen teilweise bis zu 14 Polizisten auf einen Menschen los. Da werden Frauen in deiner Statur zusammengeschlagen und werden an den Haaren über den Platz der Republik gezogen, dass der gesamte Rücken offen ist, ja. Da werden alte Menschen kriegen den Schlagstock gegen den Oberarm, dass der ganze Oberarm gebrochen ist und aus der die Schulter ausgekugelt. Da werden Behinderte aus den Rollstühlen geschmissen, weil man Nein, gedacht hat, von dass die angeblich Polizisten, von im Polizisten, Ernst? ja, richtig, im Ernst, ja. Das gibt's nicht. Die werden geschlagen, die werden drangsaliert, alte Menschen. Wenn jetzt auch nur eine normale Gelbweste vorbeiläuft, die Polizei ist mittlerweile so aggressiv gegen alles, dass sie selbst, das war vor 3 Wochen am Platz der Republik oder war es Platz, nee, am Platz der Bastille, natürlich haben da die Chaoten auch wieder angefangen. Die haben auch Sachen kaputt gemacht, das ist richtig. Aber auf der rechten Seite standen die friedlichen Menschen, die haben nichts gemacht. Und da haben sie massiv auch Gas eingesetzt und das sind Familien geflüchtet, auch eine Frau mit einem Kinderwagen, mit zwei Babys da drin. Und die haben dann mit dem Wasserwerfer auf uns geschossen, in dem Moment, wo die Babys da gewesen sind. Ich habe mit einem Kollegen dann den Kinderwagen geschnappt und die Frau und haben die Babys vor den Wasserwerfer, der mit voller Kraft angefahren ist, in Sicherheit gebracht. Die Mutter hat einen Nervenzusammenbruch bekommen. Ich habe sie noch beruhigen können und dann hat sie sich bedankt. Und das sind einfach nur so kleinere Beispiele, die unsere Aufgaben sind, auch Kinder und Jugendliche aus der Gefahrenzone herauszubringen, wo die Polizei keinen Unterschied macht. Das hat man auch gesehen, wo die Schüler protestiert haben, wo sie haben alle hinknien müssen, wo sie Ja. da gestanden sind wie Schwerverbrecher Ja. und sie durften sich nicht bewegen. Man hat sie behandelt wie Schwerverbrecher. Und das ist Demokratie von Macron. Das sind Menschen und da muss man Menschlichkeit bringen. Und deswegen habe ich gesagt, da bin ich, um genau denen Menschen zu zeigen, dass es noch Leute gibt, die menschlich mit Menschlichkeit handeln und nicht diese brutale Art der Polizeigewalt und die jedes Mal immer schlimmer wird. Und ich habe auch mit Polizisten gesprochen, die sagen, sie haben die Order von oben auch vorzugehen. Und dann hat man diese andere Spezialeinheit, wo keiner weiß, woher kommt sie, wer ist sie, dann weiß man, sie sind eigentlich für die Terrorbekämpfung da, aber nicht zum Demonstrieren. Ja? Und dann taucht die Polizei auf mit einem G36 Sturmgewehr. Scharf munitioniert. Auf den Dächern oben beim Champs-Élysées sind Scharfschützen, wo ein Journalist durch Zufall gesehen hat, weil er hat eine Drohne fliegen lassen, um die Situation von oben zu sehen, und sieht, wie ein Scharfschütze Gelbwesten im Visier drin hat. Wie auf Gelbwesten angelegt worden ist. Ist das eine Demokratie, was hier passiert? Nein, hier wird bewusst auf Menschen eingeschlagen, die sich gegen ein System wehren, was sie nicht mehr haben wollen, das über sie bestimmt. Nur eine Elite, die denkt, sie ist so intelligent und gegen ein Volk dann so vorgeht. Und das kann nicht sein, das darf nicht sein. Das ist und eine Angela Merkel, die hockt da, macht ihre berühmte Raute, guckt zu und dann sagt der Kanzleramtssprecher, unter Freunden spricht man das nicht an. Ja, da schaut man weg und das hat er offiziell gesagt. Da verliert man den Glauben. Auf einer Seite diese verrückte Bundeskanzlerin, die fern der Realität ist, und auf der anderen Seite ein Macron, der genauso handelt, dem die Bürger egal sind, der seine Bürger zusammenschießen lässt. Aber Merkel und Macron
nach Venezuela zeigen und sagen, Ja. sie haben das Recht, sich zu erheben, sie dürfen gegen diese Unrecht demonstrieren, ja, Oder aber gegen vor der Syrien. Haustüre die Leute zusammengeschossen werden. Ja, naja, Ukraine, Ja, Maidan oder Syrien richtig. oder jetzt Und Venezuela, da ist es ein Doppelstandard, wird da angelegt. Ja, richtig. der muss eigentlich jetzt auch jedem Blinden langsam mal sehr deutlich werden. Genau, und da gut, dass du es auch sagst, wegen Maidan. In Maidan sind sie mit den Kamelen reingeritten und haben mit den Stahlruten zugeschlagen. Ja? Am Platz, das war Platz der Republik, standen viele Tausende und die haben protestiert und auf einmal hat man Motorengeräusch gehört. Da ist eine Staffel dieser Spezialeinheit der Polizei mit ihren Motorrädern, es waren 15 Maschinen, in die Menschenmenge eingefahren. Der Sozius hinten hat seine Stahlrute gehabt, vorne ist der gefahren und dann haben sie mit den Stahlruten wie bei Maidan sind sie da reingegangen und haben eingeschlagen auf die Menschen und haben die Granaten geschmissen, um sie auseinanderzutreiben, mit 15 Maschinen mit hoher Geschwindigkeit in die Proteste rein. Ja. Dann war auch eine andere Situation gewesen. Sie haben auch mit Granaten auch genau diese Menschen beschossen und dann haben die Demonstranten gesagt, jetzt langt's. Und dann sind sie auf diese Polizisten losgestürmt und dann hat einer der Polizisten seine Waffe gezogen und auf die Menge gezielt. Seine Waffe kam auch in die Videos. Das wurde aber dann von der Regierung her geschnitten, dass man den Anfang nicht gesehen hat, Naja. warum gehen die auf die Polizisten los, Na sondern hat klar. es geheißen, er hätte sich nur verteidigt. Aber gegen den Polizisten wurde nicht ermittelt, er wurde freigesprochen, weil wegen angeblicher Notwehr. Ja, Aber ja. das, was davor passiert ist, da hat man die Leute fallen gelassen, genauso wie mit dem Boxer von Paris. Er hat eine Frau verteidigt, da sind vier Polizisten auf eine Frau losgegangen und er ist runtergegangen vom Brückengeländer und hat dann mal seine Trainingseinheit mit der Polizei gemacht. Ja? Er hat dieser Frau geholfen, definitiv, und das war überall zu sehen. Und dafür ist er verurteilt worden. Nee, aber es ist doch völlig klar, diese Bewegung, diese Gelbwestenbewegung soll einfach diskreditiert werden, wie es nur geht. Und wenn man dann solche Bilder hat, dann sagt man eben die halbe Wahrheit nur. Dann ist es nämlich so, als wären die Polizisten die Armen, die sich verteidigen müssen gegen die aggressiven Randalierer von Paris und dass Ja. es gar keine andere Möglichkeit gibt, als dort dann eben auch mit massiver Gewalt diese Proteste wieder Richtig. zu befrieden. Richtig. Aber liebe Zuschauer, ihr habt euch vielleicht gefragt, als der Andi erzählte auch von der Mutter mit den Babys und von den Rollstuhlfahrern, die dort mit massiver Gewalt aus ihren Stühlen gerissen wurden, ihr habt dann vielleicht bei euch gedacht, ja, dann sollten die doch nicht zu solchen Hotspots gehen, also dann dürfen die doch nicht demonstrieren gehen bei solchen Bewegungen. Aber andererseits, warum darf man denn nur demonstrieren gehen, wenn man jung ist und gesund und männlich? Also ich möchte auch als nicht so starke Frau das Recht wahrnehmen, demonstrieren gehen zu können. Richtig. Und möchte nicht, dass mir dann jemand sagt, also da kannst du aber nicht hingehen, ist zu gefährlich. Also wo sind wir denn dann, wenn wir nicht mehr unseren Protest auf die Straße tragen oder uns das nicht mehr trauen, weil wir Frauen sind oder weil wir Kinder sind oder weil wir ein Baby dabei haben? Man muss doch sich artikulieren können. Richtig, und das darf man auch. Und das sagt ja auch unser Grundgesetz. Es ist unser Grundgesetz, unser verbrieftes Recht, dass wir auf die Straße gehen können zum Demonstrieren. Das ist unser Grundgesetz, ja, und unser Grundrecht. Na und in Frankreich genauso. In Frankreich genauso. Und unsere Regierung hat für sich ein Mittel entdeckt, um versuchen, diese Proteste auf deutscher Seite zu diffamieren, indem man sagt, das sind alles Rechtspopulisten, das sind alles Nazis, es sind Neonazis, es sind Rechtsradikale, es sind gewaltbereite Leute. Entschuldigung, vor mir läuft ein älteres Ehepaar. Ja? Und genauso kam dann der Journalist aus England, der dann mal die Deutsche gefragt hat, deutsche Journalisten, sind das alles Nazis? Und haben die natürlich gesagt, nein, das sind keine Nazis, das sind normale Protestler. Und dann hat er gefragt, der Tommy, wieso nennt ihr sie dann Nazis? Warum? Warum tut ihr das? Wieso seid ihr so regierungstreu? Ja? Und da werden dann einfach diese Fake News komplett gemacht oder es werden diese Bilder unter den Tisch gekehrt, dass man sagt, man darf sie nicht sehen. Oder dann kommt die Regierung und sagt, ja, das sind einfach Rechtsradikale, die sind halt so und die Medien machen dann mit. Sie beurteilen einen alten Opa, Rollstuhlfahrer, Oma, Kind, ein 10-jähriger Junge, der sagt, hey, ich will, dass mein Vater Arbeit hat. Er wird als Nazi verunglimpft, als rechtsradikal. Woher nimmt unsere Regierung das Recht, die Menschen so auf der Straße zu diffamieren und ihr Recht zu nehmen? Dann kommen sie mit Gesetzen, mit Einschränkungen der Meinungsfreiheit. Genauso wie die Internetzensur wird immer mehr. Ja? Und dann heißt plötzlich, wenn wir die Bilder teilen oder die Leute informieren, dann heißt es, wir tun Gewaltbilder verbreiten.
aber das sind doch die Gewaltbilder, die von staatlicher Seite herkommen. Und Merkel hat auch ihren Anteil auch mit daran. Deswegen gibt es auch immer wieder ein Foto, wo Merkel mit Blut an den Händen dran ist, weil sie das mitträgt und weil sie mit dafür sorgt, dass einfach die Wahrheit hier unter den Tisch gekehrt wird. Und das finde ich furchtbar, dass unsere Freiheit, wo es heißt, Deutschland ist ein Land der Dichter und Denker, ein freies Land, wo man seine Meinung sagen darf. Das ist nicht mehr so. Selbst Österreich und die Schweizer sagen, hey, was ist bei euch in Deutschland los? Eure Meinung wird ja immer mehr zensiert. Wir können fast nichts mehr teilen, weil nur noch die Zensur da ist. Facebook tut nur noch Berichte löschen oder nur noch zulassen, wenn sie am nächsten Tag gebracht werden. Also das, was hier passiert, das ist Wahnsinn. Naja, es wird mit allen Mitteln versucht, diese Systemfrage ganz ruhig unten zu halten. Also ja. Leute sollen nicht anfangen, wirklich die relevante Systemfrage zu stellen. Dann verunglimpft man das lieber als Fake News oder als Nazi-Gedankengut oder als linksradikales Gedanken. Also was auch immer, Hauptsache extrem, Hauptsache nicht Mitte, Hauptsache nicht vernünftig. Ja. Damit bloß nicht diese Elitendemokratie, in der wir mehr oder weniger leben, in diesen repräsentativen Demokratien, damit die nicht in Frage gestellt werden. Und da sind wir eigentlich auch bei einem Thema, was ich überhaupt nicht verstehen kann. Diese Polizisten, mit denen ihr euch da jeden Samstag in Paris oder anderswo in Frankreich konfrontiert seht, die sind auch Teil der französischen Bevölkerung und eigentlich auch schlussendlich, ja, Sklaven, mehr oder weniger in Anführungsstrichen, dieses Systems, also kleine Rädchen in diesem System. Gibt es nicht auch manchmal Bekundungen von Solidarität, weil die schlussendlich nur fordert Steuererleichterung für alle, Vermögensbesteuerung, direktere Demokratie? Das sind doch eigentlich Sachen, die auch jeder Polizeibeamte vom Herzen unterstützen müsste. Jein. Wir haben während den Gelbwesten-Protesten einen Generalstreik kurzzeitig gehabt, der Polizei in Paris. Ja. Macron hat dann versprochen, 400 Euro mehr zu zahlen, damit die ruhig halten, weil er wusste ganz genau, wenn die jetzt aufhören und weiter streiken, dann hat er noch ein größeres Problem. Daraufhin haben sie ihren Dienst dann weitergemacht. Aber all diese ganzen Polizisten, die für die Gelbwesten sind, die hat man in die Walachei geschickt zum Verkehr regeln. Nein. Wir sprechen hier in den Städten von den gewaltbereiten Polizisten, sprechen wir von den Polizisten, die, sage ich mal, ihre Therapiestunde auf dem Platz ausleben. Wir sprechen hier von Menschen, die eine absolute Gewaltbereitschaft haben, denen es nichts ausmacht, auf Bürger einzuschlagen. Denen es nichts ausmacht, ob es jetzt Frauen, Kinder, ältere Menschen sind. Denen macht es nichts aus. Die Polizisten, die sich auch Einheiten, wo wir mitbekommen haben, wo der Zugführer die Einheiten hat anschreien müssen, dass sie nach vorne gehen, die waren am nächsten Samstag nicht mehr da. Da waren andere da. Man sortiert sie aus. Man will, wie auch in Bordeaux oder in Cannes oder in Lyon und in anderen Städten von Frankreich, wo es genauso abgeht wie in Paris. Paris ist nicht alleine, sondern ganz Frankreich. Und da werden auch dann deswegen auch die Zahlen geschönt. Ja. Inwiefern werden die geschönt? Aber sagen wir es mal so, deutsche Medien bringen 200 Gelbwesten, sind jetzt auf der Straße, und vor mir laufen aber 50.000. Ja. Oder sie berichten, dass jetzt nur ganz Frankreich war jetzt 37.000 Gelbwesten unterwegs waren und in Wirklichkeit waren es 10,2 Millionen. Wir sprechen hier von Millionen Menschen, die auf die Straße gehen, aber wo ein System nicht zulassen will, dass es gezeigt wird. Dann hat man gesagt, jetzt gehen plötzlich die Gelbwesten gegen die Journalisten los. Klar, Fake News, Lügen. Und dann hat ein Fernsehsender in Frankreich zugeben müssen, auch die Journalisten, sie haben ihr Büro vor lauter Angst gar nicht verlassen, sondern haben von oben mal kurz geschätzt, es sind vielleicht 2000 Gelbwesten da, aber waren nicht vor Ort. Ja, auch solche Nachrichten sind natürlich gekommen, deswegen haben auch die Gelbwesten, denn wollten einfach auch in den Fernsehsender reingehen. Ja? Und genauso haben sie das Ministeramt dann gestürmt oder haben dann mal kurz das Finanzamt zugemauert und solche Dinge. Ja? Hier wird mit vollem Bewusstsein versteckt und aber auch diese Polizei Gewalt massivst nach unten gedrückt. Als wir angefangen haben, auch über Paris zu zeigen, die Bilder zu zeigen, wurden viele von unseren Bildern, die wir gebracht haben, als Fake, als Photoshop, ja,
von irgendwelchen Menschen, die zu Hause auf der Couch hocken, sich an den Eiern kraulen und dann sagen, sich eine Meinung bilden zu können. Und dann haben wir auch damit und dadurch, dass wir auch diese Bilder gezeigt haben, haben wir es geschafft, ein großes Publikum zu erreichen, sodass ich auch nicht mal alleine in der Lage war, das überhaupt noch machen zu können, gleichzeitig vor Ort, aber auch gleichzeitig zu informieren. Da haben sich Leute bei mir gemeldet, wie Janine, Claudia, Bianca, der Frank, ja, dein Paramedics-Team. Andrea, das Team, das im Hintergrund die ganze Informationen zusammenbringt. Das heißt, die Mädels, die hocken von Freitagabend, sobald ich los war, hocken die bis Sonntagabend, hocken die da und sammeln alle Informationen, was sie kriegen können. Auch ich schicke dann immer sehr viel nach Deutschland an Bilder und posten das auf alle Seiten, dass einfach bekannt wird. Und das wird wiederum von anderen Gruppen wiederum genutzt. Und dann versucht man auch da die Informationen. Und dann hat sich das dann so etabliert, dass immer mehr Leute auf unserer Seite gekommen sind, dann die gesagt haben, hey, das ist eine Seite, die bringt neutral, die berichtet neutral, zeigt aber die Gewalt so, wie sie tatsächlich ist und nicht wie die Mainstream-Medien. Die Menschen sind dankbar darüber, über diese Informationen, was wir gleichzeitig bringen und gleichzeitig kriegen sie mit, was ich vor Ort mache, was ich tue. Und dann haben die Franzosen nach Verbandsmaterial geschrien, die hatten nichts mehr. Die waren leer, die Apotheken waren leer. Und dann habe ich geschrieben, dem Team gesagt, wir müssen einen Aufruf machen. Und plötzlich kamen aus ganz Europa Pakete zu mir gesendet, sogar aus Russland, aus Ungarn, aus Österreich, Finnland, Norwegen, Schweiz, Italien. Sind Pakete bei mir angekommen, die ich 4 Wochen lang nach Frankreich mitgebracht habe. Ich habe die Teams mit Material versorgt. Ich habe 500 Kilo Verbandsmaterial und Equipment, was aus ganz Europa gekommen ist, von den Menschen, die gesammelt haben, nach Frankreich gebracht, um ihnen dort zu helfen. Also auch die Street Medics und die Street Angels, also die französischen Paramedics sozusagen, die habt ihr dann auch noch mit eurem Verbandmaterial, was ihr gespendet bekommen habt, habt ihr dann auch noch mitversorgt. Richtig, das ging bis nach Bordeaux runter. Krass. Ich habe einen Kollegen vor, den Silvain, der ist auch in der Berufsfeuerwehr, der hat dann mit mir ein Team da zusammen. Das ist mein Ansprechpartner in Paris, der spricht Englisch und Deutsch, Französisch und Englisch. Und somit konnten wir uns auch immer unterhalten und alles. Und er hat das ganze Material auch immer verteilt an die Leute, die es gebraucht haben. Wir mussten immer ein Treffen, Geheimtreffen ausmachen, wo nur wir beide wussten, weil wir wussten, dass wenn Pakete geschickt werden, die werden abgefangen. Wir wussten, dass Überwachung ist, weil wir schon daran gehindert worden sind, Verletzte zu versorgen. Mein Notfallrucksack wurde zum Beispiel von der Polizei ausgeräumt. Man hat mir meine Gasmaske weggenommen, meine Schutzbrille weggenommen und den Helm weggenommen und auch Material. Und wurde damit begründet, ihr seid ja nur Helfer hier, ja, und nicht vom Internationalen Roten Kreuz. Was die Polizei aber nicht weiß, ist, dass Helfer, jeder, der auch ein rotes Kreuz oder ein blaues Kreuz als Armbinde trägt, unterliegt in dem Moment der Genfer Konvention. Das heißt, diesen Menschen darf nicht ihr Schutzausrüstung weggenommen werden. Wie auch im Krieg, man weiß, sie sind nicht Parlamentär, sie sind nicht Kriegsteilnehmer, sondern sie helfen. Und deswegen lässt man diese vom Roten Kreuz in Ruhe. Sie machen ihre Aufgabe. In Frankreich war es dann so, dass auch wir beschossen worden sind. Wir haben Verletzte herausgebracht und hinter uns ist hergeschossen worden mit Flashbolts, dass es weitere Verletzte gegeben hat. Man hat auch den Ärzten vor Ort ihr Material weggenommen, damit wir nicht den Verletzten haben helfen können. Aber wir haben Gott sei Dank von anderen wieder Material gekriegt, sodass wir haben auch weitermachen können. Das ist ein klarer Bruch gegen die Genfer Konvention. Was hier passiert, ist auch nach Definition von Den Haag, was in Paris passiert, auch in Bordeaux und überall, es kommt nicht auf die Menge an, ob es 2 oder 3 oder 5.000 sind, sondern es langen nur auch wenige Hunde, 100. Was hier passiert, ist ein Verbrechen gegen die Menschlichkeit. Und das hat Den Haag und Amnesty International mittlerweile auch schon gesagt. Was hier passiert,
das ist nicht mehr normal. Na, da wird ein Exempel statuiert an euch. Es geht bloß nicht auf die Straße und versucht bloß nicht eurer Regierung so krumm zu kommen, denn sonst hauen wir mit aller Härte zu und ihr werdet ja sehen, was ihr davon habt. Richtig, und Deutschland aber macht nichts, weil es Partnerland ist von Frankreich. Genau, aber wie sehen denn das andere Medien? Du hast gesagt, du hast auch schon Interviews gegeben oder wurdest schon befragt, vor Ort auch von CNN, von New York Times, von RT Deutsch, von Al Jazeera. Oder auch das türkische Fernsehen und das ungarische, wie berichten die denn darüber? Ich habe gehört von Erdogan, er kritisiert diese Polizeigewalt in Frankreich ja massiv, was man ein bisschen ironisch betrachten könnte, ne? Aber wie sieht das Ausland das, die jetzt nicht unbedingt so Busenfreund mit Frankreich sind? Das Ausland sieht hier eklatante Verletzungen der Menschenrechte. Es sieht eklatante Verletzungen von Waffeneinsatz, wir sprechen hier von Flashbolt-Beschuss, wir sprechen hier von Sprenggranaten, wir sprechen hier auch von Rollpanzer, die speziell konzipiertes Gas mit dabei haben, das ums Tausendfache wirksamer ist als das normale Gas, das innerhalb von 80 Meter bis 100 Meter alles flachlegt, was nur läuft. Wir sprechen hier von massivster Polizeigewalt, das auch international durch unsere Arbeit und auch von RT France, RT Deutsch, Gott sei Dank, die nicht geschnittenes Material gesendet haben, die Livestreams gebracht haben, die aber auch beschossen worden sind. Ja. Durch das ist die Wahrheit ans Licht gekommen, durch diese Arbeit von denen und von uns, weil wir das alles gezeigt haben. Wir haben ARD und ZDF vor Ort gehabt, ja, von Frankreich und auch andere regierungstreue Medien. Ich habe auch mit denen gesprochen. Die haben gesagt, sie sind nur dazu da, um die Gewalt an der Polizei zu zeigen. Alles andere hat sie nicht zu interessieren, das dürfen sie nicht zeigen. Und wenn das auftaucht, dann wird das weggeschnitten. Da wird gesagt, das ist nicht unsere Aufgabe, das wollen wir nicht. Wir machen das, was uns gesagt wird. Das heißt, durch das, die Schweiz hat dann mitbekommen, dass dann aus der Schweiz diese Gummigeschosse geliefert werden. Und plötzlich haben dann das die Gelbwesten auch mitbekommen, haben ein gesamtes Lager ausgeräumt von der Polizei, haben sie gestürmt, haben diese Flashbolts rausgenommen, ja, 1200 Stück. Finde ich super, weil damit sind 1200 Leute weniger beschossen worden. Ja. Es gibt ja immer noch Leute, die glauben das nicht. Denn die sagen ja, das ist Photoshop, eure Bilder, die ihr da reinstellt und diese Flashbolts, das wird doch gar nicht eingesetzt. Du hast gesagt, du hattest da eine Korrespondenz mit einem Arzt, der gesagt hat, das ist doch Schwachsinn, also das ist gefälscht. Ja, ich hatte Bilder reingesetzt von Flashbolt-Verletzten und da war auch einer, der war Zustand nach der OP und da hat auch ein Arzt da aus Ludwigsburg hat dann geschrieben, das ist Zustand nach einer Operation. Ich wusste aber da noch nicht, dass er ein Arzt ist. Und es hat mich wieder mal wirklich aufgeregt, wie man so ignorant sein kann und sagt, das ist entweder ein Photoshop, das ist Zustand nach OP. Und dann habe ich geschrieben, hey, pass mal auf, Junge, wenn du keine Ahnung hast, dann halt deinen Mund. Und wenn du es wirklich wissen willst, dann komm von deiner Couch runter und komm mit mir mit. Am Samstag nach Paris, ich nehme dich sehr gerne mit. Und dann guckst du dir vor Ort an, was da passiert ist. Und hat er gesagt, geschrieben, sehr gerne. Er ist Arzt für plastische Chirurgie. Na, schau an. Er hat gesagt, schau an. So, Junge, dann komm mit. Und ist er mitgekommen? Er ist gekommen, er hat gesagt, er hat einen Ärztekongress in Paris. Oh. Und er kommt, er wurde dann auch, hat auch ein bisschen Material dann auch noch mitgebracht. Er wurde von mir auch ausgerüstet noch ein bisschen mit dem T-Shirt, dass man ihn erkennen kann und alles drum und dran. Und ich muss auch sagen, dieser Arzt hat auch zugehört. Er hat gehört, was ich ihm gesagt habe. Er hat reagiert. Er ist dann auch rumgelaufen, hat fotografiert und so. Gut, er hat danach ein bisschen einseitig berichtet. Da ging es nur um die Chaoten, die gegen die Polizei sind, aber das an. Er war nur das erste Mal da, das muss man auch zugute halten. Er kannte die vor alles noch nicht und auch nicht danach. Aber er hat an diesem Tag Erlebnisse gehabt, die er so noch nicht gesehen hatte, die er auch noch nie so mitbekommen hat und wo er definitiv, so war mein Gefühl, auch daran zu nagen hatte, was er an Brutalität mitbekommen hat. Dass so ein Weltbild auch ins Wanken gekommen ist? Ich denke mal, dass auch da ein Weltbild ins Wanken gekommen ist. Ich habe ihm auch gesagt, er hat auch seinen Bericht geschrieben und ich habe auch gesagt, hey, aber du musst aber auch dazu schreiben, die Menschen, die getötet worden sind, die schwer verletzt worden sind und nicht nur die Gewalt gegen die Polizisten. Du kannst nicht nur einseitig schreiben. Du warst ein einziges Mal da. Du musst auch die andere Seite sehen. Und
Er hat auch Verletzte mitbehandelt, er war immer mit dabei, er war immer an meiner Seite. Ich habe ihm gesagt, er darf nur mit mir mitgehen, er darf nicht selbstständig irgendwo anders rumlaufen. Wenn ich sage, in Deckung gehen, dann ist er in Deckung gegangen. Er musste dann später aber wieder zurück, aber er hat definitiv gesehen, was da passiert ist. Und das fand ich gut, dass er da war. Ich hätte mir gewünscht, er wäre mehrmals mitgegangen, öfters mitgegangen, um auch weitere Verletzte zu versorgen, weil es immer mehr gibt. Die Zeitungen sprechen komischerweise seit 4 oder 5 Wochen nur von 2000 Verletzten. Ja? Aber dass jedes Wochenende Hunderte oder Tausende dazukommen. Ich weiß, dass wir jetzt mittlerweile 12 Tote haben. Wir haben über 5000 Verletzte, darunter 2000 Schwerverletzte und über 200 lebensgefährlich Verletzte mit abgesprengten Händen, abgesprengten Füßen, rausgeschossenen Augen. Ja. Also Menschen, die ihr ganzes Leben verunstaltet sind, ja, die vor 5 oder 6 Wochen verletzt worden sind und ich gehe dann wieder auf die Demonstration und helfe weiter. Plötzlich klopft man mir auf die Schulter und dann kommen Menschen, die sich bei mir bedanken. Mhm. Und es sind dann die Verletzten, die sich so weit erholt haben, dass sie wiederkommen, um weiterzumachen, die sich bedanken. Und dann ist aber auch die Wut größer als die Angst, ja? Ja. Also wenn man schon so eine Erfahrung hatte oder grundsätzlich, wenn man sich dort in diese Gefahr begibt, weil man eben, Gott verdammt nochmal, für sein Recht einstehen möchte. Richtig, und das ist fantastisch. Und wie die Franzosen auch für ihr Recht einstehen, klar gibt es auch die linke Partei, die mittlere und die rechte, aber alle halten zusammen. Mhm. Ja, da gibt es nicht, du bist jetzt Faschist, du bist jetzt Kommunist, du bist jetzt das. Nein, sie sind alle zusammen. Schwarz, Gelb, Rot, alle Hautfarben sind dort. Ja, und um dagegen, gegen dieses System zu protestieren, alle halten zusammen. In Deutschland machen sie es nicht, da machen sie sich gegenseitig selber fertig. Ja, mhm. Da ruft die SPD die Antifa zur Hilfe, die Antifa kommt, dann gibt es wieder das Problem. Dann heißt es wieder, dann sind das wieder die Rechtsradikale. Dann heißt es wieder, die Antifa sind diejenigen, wieder, die Gewalt wieder hervorrufen. Also die Politik dreht so, wie sie es möchte. Ja? Wenn die Antifa mal ruhig ist, dann greifen sie die Antifa an, die wäre die Gewaltbringende. Und so geht es gerade, also ein heilloses Durcheinander hier durch die Gegend. Und das macht sich die Politik hier zunutze, weil sie Angst haben, dass die Bürger hier zusammenfinden. Absolut. Querfront ist das Stichwort in Deutschland. Ja. Und lieber Andi, lass uns darüber im zweiten Teil noch unseres Gespräches sprechen. Mhm. Liebe Zuschauer, das ist heute ein langer Studiotalk, darum teilen wir ihn in zwei Teile. Und ich würde sagen, wir treffen uns bald wieder, sprechen im zweiten Teil über genau diese Sachen. Warum funktioniert das in Frankreich, was in Deutschland als Querfront verschrien wird und so weiter. Mhm. Liebe Zuschauer, wenn ihr auch beeindruckt seid von diesen mutigen Helfern in Paris, von Andi und seinen Paramedics-Teams, dann bitte unterstützt weiterhin. Wir werden die Internetadresse einblenden, wo man euch unterstützen kann, entweder in Gütern wie Verbandsmaterial oder auch mit Geldspenden, damit das dort ankommt, wo es am allernötigsten gebraucht wird. Ich freue mich, wenn ihr beim zweiten Teil wieder mit dabei seid. Und Andi, ich freue mich, dass du beim zweiten Teil wieder mit dabei sein wirst. Bis dann, eure Julia.